Du hast Matthäus Kapitel 20 gelesen, da ist es in Vers 1. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und wenn wir so einen Satz lesen, denn das Reich der Himmel, muss man sich natürlich erstmal fragen, worauf bezieht sich dieser Satz? Er muss sich auf das Vorhergesagte beziehen. Denn, das ist eine Begründung, denn, darum gleicht das Reich der Himmel einem Hausherrn und so weiter. Worauf bezieht sich das? Schau dir Matthäus Kapitel 19, Vers 30 an, den letzten Vers im vorigen Kapitel. Da heißt es, aber viele von den Letzten, von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Also Jesus hatte gerade erklärt zuletzt in Matthäus Kapitel 19, dass wenn wir alles verlassen, dass wir es hundertfältig wiederbekommen und wir werden belohnt werden. Wir werden schon in diesem Leben belohnt werden, erfahren wir aus dem Markus-Evangelium, hundertfältig belohnt. Und natürlich empfangen wir das ewige Leben sowieso, weil wir Christen sind. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Und jetzt kommt die Erklärung. Denn warum werden viele von den Ersten Letzte und Letzte werden Erste sein? Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und dieses Gleichnis erklärt jetzt, was es damit auf sich hat, dass die Ersten Letzte sein werden oder viele von den Ersten Letzte sein werden und Letzte werden Erste sein. Was hat es damit auf sich? Und hier ist das Ding, ich sage nicht, dass ich dieses Gleichnis bis in das letzte Detail mit allen möglichen Anwendungen dir erklären kann. Und du denkst jetzt vielleicht, aber Anselm, warum predigst du darüber? Nun, weil ich etwas verstehe. Aber schau, es gibt keinen Prediger in der Welt, egal wer, der die Bibel bis ins letzte Detail zu 100% versteht. Besonders in den Gleichnissen gibt es so viele Schichten von Bedeutungen. Man kann das auf so viele verschiedene Dinge anwenden. Es steckt so viel Lehre drin. Also nein, ich werde dir natürlich nicht alles, vor allem nicht in einer Predigt, erklären können. Ich weiß nicht alles. Aber ich will dir die primäre Bedeutung geben. Die primäre Bedeutung, ich werde dir erklären, warum ich glaube, dass das die primäre Bedeutung ist. Und während ich durch das Gleichnis gehe, Vers für Vers, werde ich dir weitere Anwendungen geben. Denn es gibt viele Prinzipien, tolle Prinzipien, die man daraus lernen kann. Also lass uns jetzt Matthäus Kapitel 20, besonders dieses Gleichnis, womit ich die meiste Zeit verbringen werde, Vers für Vers anschauen. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Gott will Arbeiter für seinen Weinberg. Ja, der Hausherr, das ist der Herr natürlich, der Hausherr, er sucht nach Arbeitern für seinen Weinberg. Der Weinberg, woran erinnert uns das? Johannes Kapitel 15, ich bin der Weinstock, ihr aber seid die Reben. Wir sind Reben, die zum Leib Christi gehören. Und wir sollen natürlich Frucht tragen. Wozu will Gott Arbeiter an seinem Weinberg haben? Dass wir Frucht tragen, ja, Seelen gewinnen, dass wir Menschen retten. Das ist unsere hauptsächliche Arbeit als Christen. Natürlich gibt es noch so viel mehr, was wir tun sollen. Aber Weinberg, woran erinnert das? Woran sollte dich das erinnern? Ans Seelengewinnen. Nachdem er mit den Arbeitern um eine Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in einen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Also der Hausherr, der geht am Morgen früh aus. Ja, da gibt es die Leute, die gleich bereitstehen, die Ersten, denke daran. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, das ist die Erklärung für diese Aussage. Viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Also es gibt gleich die Ersten, die sind um 7 Uhr morgens da, ja, die werden vom Hausherrn gerufen, zack, 7 Uhr morgens, Punkt 7 Uhr in den Weinberg und ran an die Arbeit. Die Ersten. Aber dann geht der Hausherr immer wieder aus, tagsüber. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen. Und schau, das ist nicht gut, dass sie da untätig stehen, aber das heißt nicht, dass diese Leute nicht auch berufen werden sollten. Ja. Und was meine ich damit? Schau, wenn wir Seelen gewinnen gehen, wir gehen nicht nur zu den Leuten oder Gott leitet uns nicht nur zu den Leuten, die vorbereitet sind. Natürlich, Gott leitet uns. Wir beten, dass der Herr uns leitet und zu den Menschen führt, die nach der Wahrheit suchen. Aber das sind die wenigsten. Ja. Die meisten Menschen, mit denen wir reden, das sind Leute, die einfach untätig dastehen, die nicht selbst die Initiative ergreifen, die sich nicht selbst auf die Suche nach der Wahrheit machen. Und sie sollen eine Chance bekommen, weil jeder Mensch eine Chance bekommen soll, gerettet zu werden. Und manche Menschen, sie lassen sich berufen. Ja. Obwohl sie
keine Initiative ergriffen haben. Sie stehen untätig auf dem Marktplatz. Und das erinnert mich an eine Stelle, ich versuche sie jetzt schon herauszufinden, in Römer Kapitel 10. Denn jemand hat mir mal diese Frage gestellt, ja, wenn wir Seelen gewinnen gehen, dann, oder ist es dann so, dass wir irgendwie nur mit den Leuten reden, die Gott vorbereitet hat, wir werden ja geführt von Gott, aber ja, wir werden geführt, aber nicht, wir reden nicht nur mit den Leuten, zu denen uns Gott führt, sondern wir reden einfach mit den Leuten, die, auf die wir treffen, und die sind nicht alle von Gott vorbereitet. Die hat nicht Gott alle zu uns geführt oder wir zu ihnen geführt. Uns zu ihnen geführt. Reden wir auch mit Leuten, die Gott nicht vorbereitet hat? Die nicht auf der Suche nach der Wahrheit sind? Ja, denn die Bibel sagt in Römer Kapitel 10, Vers 20, Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Diese Leute, die untätig auf dem Markt stehen, keine Initiative ergreifen, sich nicht auf die Suche nach dem Herrn machen, sich nicht auf die Suche nach der Wahrheit machen. Und hey, sie sollen nicht zur Hölle fahren. Es ist schlecht, dass sie keine Initiative greifen. Es ist schlecht, dass sie untätig sind. Aber sie sollen nicht die Ewigkeit in der Hölle verbrennen. Wir sollen zu ihnen gehen. Wir sollen einfach Menschen erreichen. Schau, wir wissen nicht, zu welchen Menschen uns Gott leitet. Deswegen geh einfach. Und wir reden mit den Leuten, wir geben ihnen das Evangelium, wir predigen Jesus Christus, obwohl sie nicht auf der Suche nach der Wahrheit waren. Und viele von ihnen werden interessiert. Sie hören auf das Evangelium. Sie realisieren, ich bin ein Sünder. Ich brauche den Herrn Jesus Christus und sie werden gerettet. Ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Die Leute, die untätig auf dem Markt stehen, das ist nicht gut, dass sie untätig sind, aber sie sollen auch eine Chance bekommen, gerettet zu werden. Hey, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Okay, alle Menschen bedeutet alle Menschen, und dieser Vers wird buchstäblich verdreht von Calvinisten. Und das ist wirklich, ich meine, da spätestens bei diesem Vers merkt man, dass Calvinisten einfach nur ihre Lehre lehren wollen, unabhängig davon, was die Bibel sagt. Und ich meine, das ist nicht schwer zu verstehen, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen bedeutet alle Menschen. Und schau, wenn du sagst, irgendwie, dass Gott nicht will, dass alle Menschen gerettet werden, sondern das sind nur die Auserwählten gemeint, okay, das würde dann bedeuten, dass Nicht-Auserwählte keine Menschen sind. Das ist eine bescheuerte, kranke Lehre. Gott will, dass alle gerettet werden. Gott gibt allen Menschen die Chance, okay, jeder Mensch hat irgendwie eine Chance, gerettet zu werden. Und weißt du, sogar faule Leute, die sich nicht auf die Suche nach der Wahrheit machen, hey, sie bekommen eine Chance, sie werden berufen. Und hier geht es natürlich, wenn wir das hier so lesen, bei in diesem Gleichnis, in diesem Beispiel, ist natürlich das Beispiel Arbeit, aber es ist ein Beispiel. Und es geht hier sehr wohl um Errettung, was ich dir beweisen werde. Aber es ist ein Beispiel, okay? Das heißt, wir sollten nicht versuchen, jedes einzelne Detail aus diesem Beispiel, aus dieser Geschichte, und es ist keine wahre Begebenheit, Gleichnisse sind immer einfach erfundene Beispiele. Aber wir sollten nicht versuchen, jedes einzelne Detail krampfhaft auf irgendetwas anzuwenden. Das würde nicht funktionieren. Es ist ein Beispiel, okay. Als er um die dritte Stunde ausging, Matthäus 20, Vers 3, dort bist du, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen, geht auch hier in den Weinberg. Und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Also der Hausherr geht immer wieder aus. Er macht sich immer wieder die Mühe, Leute zu berufen. Hey, geht in den Weinberg, ich will euch einstellen. Hey, ich bezahle euch, ihr bekommt Lohn. Ja? Schau, wir bekommen Lohn als Christen. Und es ist übrigens egal, wann du anfängst, wie wir dann sehen werden, du bekommst Lohn. Also es ist nie zu spät anzufangen. Es ist nie zu spät, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Okay, ich meine, diese Aussage sollte ich mir vielleicht nochmal überdenken. Natürlich kann es für einen Menschen zu spät werden, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Aber hey, solange jemand nicht verworfen ist, meine ich, solange jemand die Chance hat, das Wort Gottes zu hören, die Chance hat, die Wahrheit zu verstehen, hey, nutze die Chance, ja.
Und sie ging hin, wiederum ging er aus um die 6. und um die 9. Stunde tat dasselbe. Als er aber um die 11. Stunde ausging, fand der andere untätig dastehen und sprach zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Also um die 11. Stunde, ja, 11 Uhr nachts, 23 Uhr. Ich meine, es wurde tatsächlich den ganzen Tag lang gearbeitet. Ja, ich weiß nicht genau, wann sie angefangen haben. Er ging einfach früh aus, der Hausherr, früh am Morgen, um Arbeiter in seinen Weinberg anzustellen. Ich meine, sie arbeiten den ganzen Tag. Ja, sogar noch um die 11. Stunde. Und wir erfahren dann, dass diejenigen, die um die 11. Stunde eingestellt worden waren, nur eine Stunde gearbeitet haben. Also es wurde bis 12 Uhr gearbeitet. Bis zum bitteren Ende durchgehalten. Das ist ein anderer Arbeitstag als heutzutage, nicht wahr? Das ist ein ganz anderer Arbeitstag. Als er aber um die 11. Stunde ausging, fand der andere untätig dastehen und sprach zu diesem: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Den ganzen Tag, ja, standen sie untätig. Und schau, wie gesagt, es wäre besser, würden sie selbst die Initiative ergreifen. Aber beim Seelengewinnen, ja, wollen wir einfach jeden Menschen erreichen, möglichst viele Menschen erretten. Ist doch egal, ja, ob sie sich auf die Suche nach der Wahrheit gemacht haben. Hey, jetzt werden sie mit der Wahrheit konfrontiert. Amen. Und Gott geht immer wieder aus. Der Herr geht immer wieder aus. Er sendet uns als Seelengewinner aus. Zu jeder Zeit. Hey, kommt in den Weinberg. Werdet Christen und arbeitet in Gottes Weinberg. Ihr werdet Lohn bekommen. Vers 7, da heißt es: Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Ja, also die Frage ist, warum steht hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Wann stehen wir hier also einfach untätig rum? Und das ist natürlich auch einfach ein Beispiel für schlechte Arbeitsmoral. Ich meine, es lässt sich hier viel Tolles rauslesen. Das ist ein Beispiel für schlechte Arbeitsmoral. Einfach keine Initiative. Einfach dastehen, es hat uns niemand eingestellt. Okay, wie wär's, wenn du einfach etwas machst? Wie wär's, wenn du auf Arbeit siehst, oh, die Toilette ist dreckig, dann putze ich die Toilette. Ja, das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht meine Abteilung. So sollten wir nicht denken irgendwie, das ist nicht meine Abteilung, das ist nicht meine Aufgabe. Und schau, wir alle haben wahrscheinlich manchmal irgendwie so einen dummen Gedanken, aber sei demütig, ergreife Initiative und schau, dein Chef wird das sehen. Und er wird dich dafür belohnen, garantiert. Gott wird sicherstellen, dass du belohnt wirst für deine Arbeit. Ergreife Initiative, sei nicht wie diese faulen Leute, die den ganzen Tag untätig dastehen und dann einfach so sagen, das hat uns niemand eingestellt. Loser, mach selbst was. Ergreife Initiative, sieh, wo Arbeit zu tun ist. Er spricht zu ihnen, Vers 7, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Also sagt einfach, hey, geht in den Weinberg. Und auch sie werden belohnt. Schau, solange ein Mensch noch nicht gestorben ist, natürlich, solange ein Mensch noch nicht verworfen hat, seine Chance nicht abgelehnt hat, erstens, glaube an den Herrn Jesus Christus, nutze die Chancen, die du bekommst. Und als Christ arbeite in Gottes Weinberg. Und als Christ, solange du noch am Leben bist, du hast die Chance, ganz einfach, in den Weinberg Gottes zu gehen und mitzuarbeiten, mit Seelengewinn zu gehen, in der Kirche mitzuarbeiten, ein Segen zu sein und. Und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Gott gibt uns, was recht ist. Und ich will, dass du darauf achtest, was recht ist, das werdet ihr empfangen. Das wird dann später noch eine Rolle spielen. Und es ist natürlich nicht gut, wie diese Letzten hier untätig waren den ganzen Tag. Ja, wir haben die Ersten, sie sind nach Vorschrift gleich früh morgens bereit. Die Letzten, ja, die stehen da halt einfach rum, warten darauf, dass jemand kommt. Aber auch die Letzten, sie können noch gebraucht werden. Auch die Letzten bekommen noch Lohn. Das ist ein wichtiger Punkt. Und die Letzten, weißt du, die werden letzten Endes die Ersten sein. Denn dieses Gleichnis, das erklärt uns diese Aussage. Denke daran. Als es aber Abend geworden war, Vers 8, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die 11. Stunde eingestellt worden waren, und empfingen jeder einen Denar. Warum empfangen sie einen Denar? Nun, weil in Vers 2 der Hausherr mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war.
Das war abgemacht. Ja, ihr bekommt einfach einen Denar für den Tag. Aber auch die Letzten, die nur eine Stunde gearbeitet haben, sie bekommen einen Denar. Vers 10, als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Sie murren gegen den Hausherrn, obwohl sie etwas bekommen haben. Sie sollten einfach zufrieden sein mit ihrem Lohn. Dazu kommen wir dann auch gleich noch. Du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Diese faulen Säcke, die einfach nur eine Stunde gearbeitet haben, die hast du uns gleich gemacht. Schau, wir als Christen sind Juden nicht irgendwie unterstellt, sondern wir sind gleichgestellt. Wir sind vollwertige Mitbürger des Reiches Gottes. Okay, wir sind tatsächlich Gottes Volk. Wir sind Erben. Wir sind Bürger. Wir sind das Volk Gottes im Neuen Testament. Einfach alle Gläubigen. Und natürlich denken wir dabei hauptsächlich an die Heiden, denn rate mal was, die Juden haben im Großen und Ganzen das Evangelium nicht angenommen, sie glauben im Großen und Ganzen nicht an Christus, denn würden sie an Christus glauben, dann wären sie keine Juden mehr, sondern Christen, hallo? Ich meine, Judentum ist eine Religion, ist keine Volkszugehörigkeit. Ein Jude ist ein Jude aufgrund seiner Religion, wenn er Christ wird, ist er kein Jude mehr. Aber natürlich hier zu diesen Zeiten, besonders zu Zeiten des Alten Testaments, und das war genau genommen noch hier Altes Testament, weil Jesus noch nicht gestorben war, da war der Begriff Jude natürlich eine Zugehörigkeit zum Südreich Juda. Natürlich hatte das auch teilweise etwas mit Abstammung zu tun, wobei das nie zu 100% war, dass irgendwie Israel allgemein, dass sie irgendwie ethnisch rein waren, sondern jeder konnte ein Israelit werden im Alten Testament, indem er sich hat beschneiden lassen, die Bräuche gehalten hat und er hat sich in einem Stamm niedergelassen und wurde dann zu diesem Stamm gezählt und so weiter. Ich will nicht allzu viel darauf eingehen. Aber wir als Christen, wir sind Juden gleichgestellt. Die Letzten, wir werden den Ersten gleichgestellt. Warum sind Juden die Ersten hier? Weil sie von Anfang an dabei waren sozusagen, in dem Sinne, dass sie eben das Alte Testament schon hatten. Sie hatten all die Verheißungen. Ja, und wir lesen davon in Römer Kapitel 9, wo der Apostel Paulus darüber klagt, Herr, ihr, mein Volksgenossen, so ungefähr, die haben doch alles, aber nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel, nicht wahr? Also sie sind die Ersten, Gott hat die Propheten zu ihnen gesandt, sie haben das Gesetz, sie haben das Alte Testament und dann kommen die Letzten, diese Heiden, ja, und die bekommen auch auf einmal einen Denar. Die werden auf einmal gleichgestellt. Die sind auf einmal das Volk Gottes. Was ist jetzt los? Und darum geht es hier in diesem Gleichnis auch. Juden, die Ersten, versus Heiden, Christen. Gläubige aus den Heiden. Und das ist etwas, was wir sehr oft dann in den nachfolgenden Gleichnissen finden. Einfach der Gegensatz Juden zu Heiden. Besonders wenn wir hier von dem Weinberg lesen, der Hausherr geht aus, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Wir finden ein anderes Gleichnis, wo Weingärtner eingestellt sind und sie sollen die Früchte zu ihrer Zeit abliefern, aber sie tun es nicht und letzten Endes sendet der Hausherr seinen Sohn, nicht wahr? Gott sendet seinen Sohn Jesus Christus. Was machen die Weingärtner? Was machen die Ersten? Was machen die Juden? Sie haben nicht nur alle Propheten getötet, sondern auch den Herrn Jesus Christus. Und sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns daran hindern, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist über der Zorn über sie gekommen, bis zum Ende. Amen. Also die Ersten sind Juden, sie waren von Anfang dabei. Und dann kommen diese Heiden auf einmal und sie werden gleichgestellt. Und jetzt, weil wir an den Herrn Jesus Christus glauben, sind wir das Volk Gottes, wir sind gleichgestellt. Aber wir kamen später dazu, wie diese Arbeiter, die einfach untätig dastanden, aber dann gehen sie auf einmal in den Weinberg, sie arbeiten nur eine Stunde vielleicht. Aber sie bekommen Lohn, sie werden gleichgestellt, sie sind Gottes Volk. Was für eine großartige Wahrheit, dass wir als Christen Gottes Volk sind. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und als Kinder Gottes sind wir nicht irgendwie in einer niedrigeren Stufe, weil es dann noch die Kinder Gottes aus den Juden gibt. Nein, wir sind vollwertig.
ja, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, sagt die Bibel. Wer war einst nicht ein Volk? Einfach Heiden allgemein. Okay, jetzt sind wir Gottes Volk. Dann heißt es in Matthäus Kapitel 20, Vers 13, er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählten. Auf den letzten Vers werde ich dann noch genauer eingehen. Aber oberflächlich betrachtet, was ist eine gute Lehre, die wir hier lernen? Hat Gott nicht Macht, mit dem Seinen zu tun, was er will? Schau, kannst du sagen, oh, derjenige, der hat ein viel, viel weniger gemacht für den Herrn, es kommt dir so vor, du liegst wahrscheinlich zu 100% falsch damit, wenn du so denkst. Vergleichen mit anderen Christen ist nicht gut. Und schau, diese Tendenz haben wir leider in unserem Fleisch, nicht wahr? Dein Fleisch ist zu allen möglichen Dingen fähig. In deinem Fleisch steckt Neid, steckt was auch immer. Und wenn du als Christ im Fleisch wandelst, dann bist du genauso wie vorher. Deswegen müssen wir im Geist wandeln. Und denke du nicht irgendwie, ach, derjenige, der hat doch weniger als ich getan, aber er ist so belohnt in seinem Leben, so gesegnet in seinem Leben. Schau, das, was du bekommst, das hast du auch nicht wirklich alles verdient, sondern es ist letzten Endes Gottes Gnade. Auch, dass wir belohnt werden, weißt du, natürlich werden wir belohnt entsprechend unserer eigenen Arbeit, das ist auch etwas, was die Bibel lehrt, aber letzten Endes, weißt du, sind wir einfach Sünder und es ist sehr gnädig von Gott, dass er uns belohnt. Und das, was wir bekommen, dafür sollten wir uns einfach dankbar sein. Uns einfach denken, wow, all das, was ich habe und wozu Gott mich gemacht hat, ich bin dessen nicht wert. Das sollte unsere Einstellung sein. Und nicht irgendwie denken, oh, derjenige hat so viel bekommen. Schau auf das, was du hast. Schau, der hat seinen Lohn, du hast deinen Lohn. Gott hat dich belohnt, Gott hat dir gesagt, du bekommst diesen Denar, wenn du arbeitest in meinem Weinberg. Amen. Hat Gott nicht Macht, mit dem Sein zu tun, was er will? Schau, Gott hat die Macht, dir zu geben, was er will. Und es ist grundsätzlich mehr, als du es wahrscheinlich verdient hast. Du sollst dir immer denken, dass das Leben, das du hast, mehr ist, als was du verdient hast. Dass der Lohn, den du hast, mehr ist, als was du wahrscheinlich verdient hast. Die Familie, die du hast, mehr als du verdient hast. Die eigenen Kinder, die du hast, mehr als du verdient hast. Die Frau, die du hast, mehr als du verdient hast. All die geistlichen Segnungen, mehr als du verdient hast. Haben wir es verdient, ganz einfach die Bibel zu haben? Einfach diesen Schatz zu haben? Der wunderbarste Besitz, den man sich vorstellen kann? Haben wir das verdient? Diese wunderbaren Offenbarungen zu haben? Dieses herrliche Wort Gottes zu haben? Diese Freude zu haben in unserem Leben dadurch? Haben wir das verdient? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Schau, Juden waren immer neidisch. Nicht wahr? Aus Neid haben sie Heiden aufgehetzt gegen die Apostel zum Beispiel. Aus Neid haben sie Jesus ausgeliefert. Pontius Pilatus wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten, sagt die Bibel. Neid. Nimm das Deine und geh hin, ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will, blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin. Schlage du Römer Kapitel 9, Vers 30 auf. Römer Kapitel 9, Vers 30. Der Apostel Paulus, er wollte den Neid der Juden zu etwas Gutem ausnutzen. Warum waren die Juden vielleicht oder sind vielleicht immer noch Juden neidisch auf Heiden? Ich denke, das ist etwas, was eher damals der Fall war. Warum waren sie neidisch auf Heiden? Weil auf einmal all diese Heiden, die vorher nicht wirklich etwas mit dem Herrn zu tun hatten, weil sie sich auf einmal für das Alte Testament interessieren, das doch den Juden gehört. Auf einmal interessieren sich diese Heiden für das Alte Testament, sie glauben daran, sie nehmen das richtig ernst. Dann glauben sie an diesen Jesus, es wird eine große Bewegung daraus. Das mussten sie stoppen und sie haben Jesus aus Neid ausgeliefert. Aber der Apostel Paulus wollte
diesen Neid ausnutzen für etwas Gutes. Und ich möchte dir das schnell zeigen. Das ist Römer Kapitel 10, Vers 18. Verzeihung, ich hatte hier einen falschen Vers gesagt. Römer Kapitel 10, einfach ein Kapitel weiter, Vers 18, da heißt es: Aber ich frage, haben Sie es etwa nicht gehört? Doch ja, Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und Ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist, und durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. An anderer Stelle sagt der Apostel Paulus auch, dass er seine Volksgenossen zur Eifersucht reizen will, dass sie gerettet werden, meint er damit. Er will, dass sie genauso einen Eifer bekommen für das Alte Testament und an den Herrn Jesus Christus glauben. Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Und es heißt in Römer Kapitel 9, ich denke, das ist jetzt die richtige Stelle, Römer Kapitel 9, Vers 30, was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit streben, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben, dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Also Juden, die Ersten, sie waren gleich 7 Uhr morgens da. Sie haben nach Gerechtigkeit aus dem Gesetz getrachtet. Ja, aber wahre Gerechtigkeit bekommen wir natürlich nur durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Sie waren gleich morgens da, 7 Uhr, wollten durch das Gesetz gerecht werden. Aber was sagt die Bibel? Dass sie eben nicht das Gesetz der Gerechtigkeit erreicht haben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes, denn sie haben sich gestoßen am Stein des Einstoßes und so weiter. Und sie werden neidisch. Warum? Weil dann die letzten Heiden, Christen aus den Heiden, die arbeiten einfach nur eine Stunde, kommen viel später dazu. Und Gott gibt ihnen etwas, was sie aus Sicht der Juden gar nicht verdient haben. Schau dir das an. Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Sprich, gnädig. Gott ist gütig zu uns, er ist gnädig zu uns, hat uns aus Gnade durch den Glauben errettet. Wir sind später dazu gekommen. Auf einmal diese Heiden, sie glauben an das Alte Testament, sie interessieren sich dafür, sie sind voller Eifer. Und Gott gibt ihnen einen Denar? Warum empfangen wir nicht mehr? Aber schau, Gott wird nicht Juden gnädig sein, weil sie versuchen, durch die Werke des Gesetzes gerecht zu werden. Es geschah nicht aus Glauben, sondern aus Werken des Gesetzes. Und sie haben sich gestoßen am Stein des Anstoßes. Sie haben sich an Jesus gestoßen. Sie stoßen sich am Hausherrn. Sie murren gegen ihn. Sie sind neidisch. Anstatt ganz einfach auf den Herrn Jesus Christus zu vertrauen. Und auch sie bekommen Gnade. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Schau, Gott wird sich nur über jemanden erbarmen, gütig sein zu jemandem, der im Glauben zu ihm kommt. Der wird ewiges Leben geschenkt bekommen. Und das sind hauptsächlich eben die Letzten, die Heiden, die zum Schluss dazugekommen sind. Die Ersten, die nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet haben, aber nicht das Gesetz der Gerechtigkeit erreicht haben. Die Juden, die sich an das Gesetz halten wollten. Ja, angeblich, ich meine, die meisten von ihnen waren natürlich Heuchler, sind Heuchler bis zum heutigen Tag. Aber das, was sie vorgeben mit ihrem Mund, ja, sie bekommen keine Gnade. Sie bekommen einfach nur hier in der Geschichte, die Ersten, gleich 7 Uhr morgens waren sie da, sie bekommen einfach nur diesen einen Denar. Aber es ist etwas Besonderes für die Letzten, weil sie eben, weil der Herr ihnen gegenüber gnädig ist, gütig ist. Sie bekommen einen Denar, den sie aus Sicht der Juden, aus Sicht der Ersten gar nicht verdient hätten. Und hier ist das Ding, ich beziehe das jetzt eindeutig auf Errettung natürlich. Und du sollst nicht irgendwie denken, oh, komisch, kann man das auf Errettung beziehen? Schau, das ist einfach ein Gleichnis, das ist ein Beispiel. Natürlich ist das Beispiel hier ein Herr, der seinen Knechten Lohn gibt. Und wir verstehen natürlich, dass das ewige Leben kein Lohn ist, sondern ein Geschenk. Aber wir lernen aus diesem Beispiel Prinzipien, die sich auf die Errettung beziehen. Lass mich dir das beweisen. Es heißt dann nämlich in Vers 16, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, denn viele sind berufen, aber wenige auserwählt.
Also so, das heißt auf diese Weise, wie Jesus das uns gerade erklärt hat, diesem Gleichnis, auf diese Weise werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Auf diese Weise, wie eben die Letzten begnadigt wurden, wie der Herr ihnen gütig war, sie etwas bekommen haben, was sie nicht verdient haben. Sie haben nur eine Stunde gearbeitet und sie bekommen einen Denar. Ja, auf diese Weise werden die Ersten die Letzten sein. Denn, jetzt nochmal die zusätzliche Begründung, warum viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Und hier geht es eindeutig um Errettung. Viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Und das ist ein Vers, der Calvinismus widerlegt. Calvinisten, sie glauben, und das sind nicht alle Calvinisten, es gibt verschiedene Abwandlungen vom sogenannten Calvinismus. Okay, das sind nicht alle, aber die typische Position, an die man denkt, ist, Gott hat einfach vorherbestimmt, diese Menschen werden gerettet, diese Menschen werden nicht gerettet und daran kann man nichts ändern. Und im Grunde genommen ist dann Seelengewinn nämlich auch sinnlos, weil man sowieso nichts daran ändern kann. Nun, das ist nicht, was die Bibel lehrt. Sehr gerne zitierte Verse, es wäre in Römer Kapitel 8, auf Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und so weiter. Und man sollte nicht versucht sein zu denken, oh, nur diejenigen, die Gott zuvor ersehen hat, dass sie glauben würden an Herrn Jesus Christus, nur die hat Gott berufen. Das ist nicht, was diese Passage aussagt. Diese Passage sagt einfach nur auf, dass die Leute, die Gott zuvor ersehen hat, Gottes Vorsehung, Gottes Vorwissen, diese Menschen würden an Herrn Jesus Christus glauben. Natürlich sind diese Menschen berufen. Ja. Gott hat sie nicht einfach zack gläubig gemacht, sondern Seelengewinner gehen aus und verkündigen das Evangelium. Menschen werden berufen und die Gott zuvor ersehen hat, klar, die werden berufen, die werden letztendlich auch gerechtfertigt. Warum? Weil Gott zuvor ersehen hat, er wusste es zuvor, diese Menschen werden glauben. Und wer glaubt an den Herrn Jesus Christus, der wird zu 100% ewiges Leben bekommen. Gottes Auserwählung hat in erster Linie etwas mit Gottes Vorsehung, mit Gottes Vorwissen zu tun. Schau, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist exakt das, was das bedeutet. Alle Menschen bedeutet alle Menschen. Okay. Ganz einfach, was die Bibel lehrt, ist, dass wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, seinen Namen anruft, nicht zu Schanden wird. Es ist nicht irgendwie so, du hast meinen Namen angerufen, aber ha, Pech gehabt, ich werde dich doch nicht rechtfertigen. Nein, sondern, hey, Gott weiß, wer an ihn glauben wird und er wird natürlich niemanden ausstoßen, der zum Herrn Jesus Christus kommt und so weiter. Unsere Errettung ist sicher. Und dieser Vers hier in Matthäus Kapitel 20, in Vers 16, viele sind berufen, aber wenige sind aus der Welt, widerlegt Calvinismus von wegen, Gott hat einfach alles vorherbestimmt im Sinne, Gott sagt, der Mensch wird gerettet, der Mensch wird nicht gerettet. Nein, weißt du, was Gott wirklich vorher bestimmt hat? Bestimmt in dem Sinne, wirklich bestimmt? Der Herr hat vorher bestimmt, dass jeder an den Herrn Jesus Christus glauben würde, auch gerettet wird. Das ist, was der Herr bestimmt hat. Aber dann gibt es auch die Auserwerdung, die Vorherbestimmung, in Hinblick auf Gottes Vorsehung, auf Gottes Vorwissen. Gott wusste, wer gläubig würde, wer das Evangelium annehmen würde. Ja? Und Menschen bekommen daher Chancen. Aber es bekommen auch die Chancen, die nicht auf der Suche nach der Wahrheit sind unbedingt, die einfach untätig dastehen. Und weißt du was, dann stellt sich heraus, oh ja, derjenige war auserwählt gemäß Gottes Vorsehung. Hätte man gar nicht gedacht, weil derjenige überhaupt nicht auf der Suche nach der Wahrheit war. Aber er glaubt an den Herrn Jesus Christus. Schau, das ist alles nicht schwer zu verstehen. Es ist einfach nur so, dass wir natürlich nicht Vorwissen haben wie Gott. Ja, das ist kein Konzept, in das wir uns wirklich zu 100% reinversetzen können. Als letzten Endes nicht schwer zu verstehen, dass Gott natürlich weiß, was geschieht, aber es ändert nichts daran, dass es einen Prozess gibt, in dem sich Menschen gegen den Herrn entscheiden oder sich für den Herrn entscheiden. Indem sich Menschen gegen das Evangelium entscheiden oder in sich entscheiden, an das Evangelium zu glauben. Das ist nicht schwer zu verstehen. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und deswegen ja, gibt Gott Menschen Chancen, mehrere Chancen, gerettet zu werden. Warum? Oh, ist sinnlos, sie wurden sowieso vorherbestimmt, verdammt zu werden. Nein.
Aber hier heißt es jetzt zum Schluss in Vers 16, zum Schluss im Gleichnis, denn viele sind berufen, aber wenige sind aus der Welt. Warum ist das ein schöner Vers, um diese calvinistische Vorstellung zu widerlegen, dass einfach sowieso alles vorherbestimmt ist, auch wer zur Hölle fährt, alles vorherbestimmt, in dem Sinne, dass Gott es einfach entschieden hat, du wirst gläubig, du wirst nicht gläubig. Viele sind berufen, aber wenige aus der Welt. Schau, viele Menschen gehen verloren. Es gibt diese Frage, her sind es wenige, die gerettet werden? Was ist die Antwort? Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Aber es sind nicht die wenigen, die den Weg finden, die berufen sind. Es sind die vielen, auch die vielen, die verloren gehen, die auch berufen sind, aber nicht unbedingt aus der Welt sind. Schau, das Evangelium gilt allen Menschen. Ja. Gott weiß, wer letzten Endes gerettet wird. Aber rate mal was, das ändert nichts praktisch für uns, buchstäblich nichts ändert das für uns, praktisch. Gar nichts. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Okay, also sollen viele berufen werden, die vielen, die verloren gehen. Sie sollen eine Chance bekommen, denn wer weiß, ob viele von denen wir denken, dass sie vielleicht verloren gehen, ach, der wird niemals glauben, wer weiß, ob er nicht doch an das Evangelium glauben wird. Woher willst du das wissen? Es gibt tatsächlich einen freien Willen, Überraschung. Und wenn du freien Willen ablehnst, dann bist du bescheuert, dann bist du dumm. Dann hast du die Bibel offensichtlich nicht gelesen, denn die Bibel spricht immer wieder von buchstäblich, wahrscheinlich Genesis bis Offenbarung, von freiem Willen. Ich meine, wir finden immer wieder Gesetze zu freiwilligen Opfern. Okay, freiwilliges Opfer, das ist nicht schwer zu verstehen. Was lesen wir in der Offenbarung? Ja, wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn du das willst, glaube, du kannst das. Jeder Mensch hat die Fähigkeit zu glauben, grundsätzlich. Grundsätzlich jeder Mensch hat die Fähigkeit zu glauben. Bis ein Mensch natürlich den Herrn Jesus Christus endgültig ablehnt und er verworfen wird, sowas kann passieren leider. Aber jeder Mensch hat grundsätzlich erstmal die Fähigkeit zu glauben. Und Gottes Vorsehung, Gottes Vorwissen ändert für uns praktisch absolut gar nichts. Es ändert gar nichts daran, dass Menschen einen freien Willen haben, einen komplett freien Willen, ganz entweder an den Herrn Jesus Christus zu glauben oder nicht zu glauben. Oh, Gott wusste es schon vorher. Ja, wow. Okay, letzten Endes steht das Ergebnis fest. Okay, die Leute haben geglaubt an Jesus, die Leute haben nicht geglaubt an Jesus. Gott wusste das vorher. Das ist alles. Aber hier ist mein Punkt. Nicht nur die Auserwählten, die Gott vorhergesehen hat, nicht nur die sind berufen. Ja, denke nicht, wenn man Römer Kapitel 8 liest, oh, nur diejenigen, die letzten Endes auch gerechtfertigt werden, nur die wurden berufen. Nein. Viele sind berufen, aber wenige Auserwählt. Viele sind berufen. Was haben wir gelesen? Römer Kapitel 10, Vers 18. Ich hatte diese Stelle gezeigt. Was haben wir gelesen? Aber ich frage, haben Sie es etwa nicht gehört? Doch ja, Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und Ihre Worte bis an das Ende des Erdkreises. Jedes Volk auf der Welt hat schon einmal das Evangelium gehört. Okay, Menschen bekommen Chancen, gerettet zu werden. Es ist ihre Schuld alleine, wenn sie nicht gerettet werden. Sie bekommen die Chance von Gott. Der Herr will, dass alle Menschen gerettet werden. Der einzige Grund, warum der Herr noch nicht seinen Zorn ausgießt über diese Erde, ist, damit Menschen die Chance haben, gerettet zu werden. Warum sollte Gott all diesen Dreck tolerieren, all diese Sünde tolerieren, wenn er sowieso schon ganz einfach vorherbestimmt hat, dieser Mensch kann nicht gerettet werden und dieser Mensch wird gerettet werden, ob er will oder nicht. Wenn das so wäre, warum sollte Gott all diesen Dreck ertragen, all diese Sünde ertragen, die er hasst mit perfektem Hass? Das macht keinen Sinn. Viele sind berufen. Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde. Ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Aber ich frage, Römer Kapitel 10, Vers 19 lese ich dir vor, du kannst es gerne aufschlagen, das wäre gut. Römer Kapitel 10, Vers 19, aber ich frage, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen, durch das, was kein Volk ist, durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen und so weiter. Also, worum geht es im Gleichnis? Am Anfang hat Jesus gesagt, denn, das ist die Begründung für den Vers davor, aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging. Und dann gibt es die Ersten und sie handeln nach dem Gesetz, sind gleich frühmorgens 7 Uhr bereit, aber
Sie empfangen keine Güte, keine Gnade von Gott. Und sie sind neidisch auf die Letzten, die um die 11. Stunde eingestellt wurden, die als Erstes drankommen. Sie empfangen einen Denar, den sie nicht unbedingt verdient haben, wenn man so will. Gott ist ihnen gütig. So, auf diese Art und Weise wird dann nochmal zusammengefasst, werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige aus der Welt. Viele wurden berufen, in den Weinberg zu gehen. Und sie sind auch in den Weinberg gegangen. Viele sind berufen. Und es gibt natürlich viele Leute, die sich als Christen bezeichnen, die angeblich im Weinberg Gottes arbeiten, aber die wie die Juden sind. Sie sind wie die Ersten. Sie versuchen, sie trachten nach dem Gesetz der Gerechtigkeit, aber sie erlangen es nicht. Weil es nicht aus Glauben geschieht, sondern aus den Werken des Gesetzes versuchen sie, gerecht zu werden, heranzureichen. Viele sind berufen, aber wenige aus der Welt. Die Ersten, sie werden die Letzten sein. Dagegen die Letzten, sie werden die Ersten sein. Wir als Heiden, im Gegensatz zu den Juden, wir als Christen aus den Heiden, die später zugekommen sind, Gott ist gnädig mit uns. Aber die Ersten, sie empfangen keine Gnade. Das ist natürlich verallgemeinert. Natürlich gibt es Christen aus sogenannten Juden. Juden, die Christen werden. Amen. Sie gehören genauso wie wir zu Gottes Volk. Ich hoffe, dass dir meine Erklärung hilft. Es gibt noch viel mehr zu diesem Gleichnis zu sagen, denke ich. Viele gute Prinzipien zum Thema Arbeit, Initiative ergreifen, nicht neidisch sein, zufrieden sein mit dem Lohn, den man bekommt, dass Gott Macht hat, einfach zu tun mit dem Sein, was er will und. Aber worum es hier hauptsächlich geht, ist, und ich denke, dass es leicht zu verstehen ist, letzten Endes, Juden versus Heiden, Christen aus den Heiden. Es geht um Errettung, auch wenn das auf den ersten Blick nicht den Anschein hat. Aber du musst verstehen, nicht jedes Detail mit dem Denar und Lohn lässt sich eins zu eins anwenden. Aber es gibt dann noch sekundäre Lehren, die man natürlich daraus ziehen kann und so weiter. Die primäre Lehre ist aber, viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Und die Ersten, die Juden, sie haben keine Gnade empfangen. Toll, ja, super, sie waren früh morgens da. Und es ist blöd, dass viele Christen aus den Heiden erst später zugekommen sind. Aber hey, wir sind durch den Glauben gerechtfertigt. Gott ist uns gnädig, wir bekommen den Denar. Gott ist uns gütig. Und das, was wir wollen in unserem Leben, Gottes Gnade. Wir wollen natürlich erstens Errettung, aber dann auch Lohn haben im Himmel. Und letzten Endes, alles, was wir haben, ist sowieso mehr, als wir es jemals verdient hätten. Aber lass uns weitergehen. In Vers 17 heißt es, und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die 12 Jünger auf dem Weg beiseite und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und werden ihn den Heiden ausliefern, damit diese ihn verspotten und geißeln und kreuzigen. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Das ist sehr leicht zu verstehen natürlich, aber es ist nicht einfach so zu überlesen, sondern man kann immer natürlich aus diesen leichten Versen etwas lernen. Denke ja nicht irgendwie, das sind leichte Verse, ja, habe ich verstanden, okay, ich lese weiter. Denk drüber nach, bleib stehen. Genieße, was da steht. Mach dir einen Kopf drüber. Und als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, in die heilige Stadt, die in der Offenbarung dann als Sodom und Ägypten bezeichnet wird, aber mal davon abgesehen, als Jesus nach Jerusalem hinaufzog, nahm er die 12 Jünger auf den Weg beiseite und sprach zu ihnen, ich werde König und Israel wird zur alter Größe kommen. Ist das, was hier steht? Nein. Der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden, sie werden ihn zum Tode verurteilen. Schau, auch die Apostel, sie hatten diese Einstellung irgendwie, Jesus würde wieder eine weltliche Herrschaft antreten. Das ist manchmal die Vorstellung, die sie hatten. Und Israel würde wieder zur alter Größe verholfen werden. Aber tatsächlich, wenn sie in die alte, in die heilige Stadt gehen, Verzeihung, erinnert sie Jesus daran, dass die Schriftgelehrten und Obersten, sie werden ihn nicht zum König machen, sie werden ihn töten. Ja. Und ich denke, dass Jesus bewusst seine Jünger daran erinnert hat, bewusst, als sie nach Jerusalem gingen. Hey, Jerusalem, heilige Stadt und so, sie werden mich töten dort. Und Jesus ist auf andere Art und Weise unser König geworden und nicht auf weltliche Art und Weise. Natürlich wird Christus eines Tages sein buchstäbliches Reich auf Erden aufrichten.
Aber das ist noch nicht der Fall. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedeus, Vers 20, mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber sprach zu ihr: Was willst du? Sie sagt zu ihm: Sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zur Linken sitzen sollen in deinem Reich. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprechen zu ihm: Wir können es. Das ist eine ziemlich mutige Aussage. Den Kelch trinken, den ich trinke? Was mit dem Kelch gemeint? Mit dem Kelch ist, denke ich, der Zorn Gottes gemeint. Nicht nur unbedingt immer der Zorn Gottes, sondern auch ganz einfach Negatives, etwas, wovor man bangt. Ich will nicht diesen Kelch trinken, etwas Schlimmes, was einem widerfahren wird. Aber primär der Zorn Gottes, denn Jesus hat gesagt, ungefähr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Bezogen auf den Zorn Gottes, in der Offenbarung sehen wir das immer wieder, der Kelch des Zornes Gottes oder der Kelch gefüllt mit dem Glutwein des Zornes Gottes und so weiter. Nun, die Söhne des Zebedäus sind natürlich Christen, sie bekommen nicht buchstäblich den Zorn Gottes ab. Aber ich denke, worum es hier geht, ist, genauso wie Christus den Kelch des Zornes Gottes getrunken hat und einen furchtbaren Tod gestorben ist am Kreuz, genauso werden auch die Söhne des Zebedäus einen furchtbaren Tod sterben, einen Märtyrertod sterben und dadurch Gott verherrlichen. Das ist wahrscheinlich, worum es hier geht. Das ist eine mutige Aussage. Sie sprechen zu ihm: Wir können es. Und okay, gut, ihr bekommt das, was ihr wollt. Ihr werdet als Märtyrer sterben. Und er spricht zu ihnen: Ihr werdet zwar meinen Kelch trinken. Ja, okay. Und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Ich meine, pass darauf auf, worum du bittest. Ja? Sie wollten den Kelch trinken, den Jesus getrunken hat. Sie sind wahrscheinlich einen furchtbaren Tod gestorben. Ich denke, das ist, worum es dabei geht. Aber hey, sie haben Gott dadurch verherrlicht. Amen. Sprich nichts dagegen. Aber das Sitzen zu meiner Rechten, Vers 23, und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Und das Wort unwillig ist etwas merkwürdig, weil es einfach nicht so ein gebräuchliches Wort ist. Man könnte denken, dass es einfach nur bedeutet, nicht willig zu sein. Aber das ist nicht, was es in diesem Kontext bedeutet. Eine weitere Bedeutung von dem Wort unwillig ist verärgert. Und das ist das, was im Kontext hier Sinn macht. Sie wurden verärgert über die Brüder, über die Söhne des Zebedäus. Als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig. Sie wurden verärgert über die beiden Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Das, was die Söhne des Zebedäus gesagt haben, man könnte jetzt darüber streiten, ja, war das vielleicht etwas hochmütig von ihnen oder so, aber hey, also sie haben sich für etwas entschieden, was nicht leicht sein würde, einen schwierigen Märtyrertod zu sterben. Ich denke, so könnte man das verstehen. Und sie werden nicht zurechtgewiesen. Es sind eher die Zehn, die es hörten, die anderen Jünger, die es hörten. Sie wurden verärgert und diese Zehn, die ruft Jesus zu sich und erklärt ihnen: Hey, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken, dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener, und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Also es ist eher so, dass Jesus die anderen Jünger zur Seite nimmt und ihnen sagt: Hey, das ist die richtige Einstellung. Nicht irgendwie denken, oh, die Brüder hier, die wollen irgendwie zu Rechten und zu Linken sitzen. Okay, ich meine, das ist nicht unbedingt falsch, aber hier ist der richtige Weg. Und ihr solltet nicht neidisch sein, so was wollen die wieder, die Söhne des Zebedäus, diese Übereifrigen. Sondern, schau, jeder Christ hat seine Mission, seine Aufgaben in seinem Leben. Sei zufrieden mit deiner Mission, sei zufrieden mit deinen Aufgaben. Und schaue nicht auf andere wie sie. Lass dich von dem Eifer anderer anspornen, aber sei nicht neidisch auf den Eifer anderer. Und versuche nicht, dann durch Gewalt eine Position zu erreichen irgendwie, durch Gewalt das zu bekommen, was du willst, sondern bleibe einfach bei deiner Mission in deinem Leben. Bleibe bei den Aufgaben, die du hast. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken, dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der soll euer Diener. Also Jesus sagt gar nicht unbedingt, dass es irgendwie schlecht ist, groß zu sein im Reich der Himmel, Lohn zu haben. Natürlich zu Rechten und zu Linken zu sitzen, das ist ziemlich krass. Aber hey, ich meine,
irgendjemand wird natürlich zu Rechten und zu Linken sitzen wahrscheinlich. Jesus verneint das nicht komplett, sondern er sagt einfach nur, hey, das steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es von meinem Vater bereitet ist. Aber was sind das für Leute? Sind das Leute, die herrschen mit Gewalt, oder sind es Leute, die demütig sind? Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, okay, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Als Lösegeld für viele. Viele sind berufen und wenige aus der Welt. Schau, viele sind berufen, aber es sind viele, die verloren gehen. Auch die verloren gehen, auch die haben ihre Chance bekommen, gerettet zu werden. Es ist ihre Schuld, dass sie zur Hölle fahren. Gott will nicht, dass auch nur eines dieser Kleinen verloren geht, sagt Jesus über Kinder. Nicht eines soll verloren gehen. Alle sollen in den Himmel kommen. Aber schau, es hängt vom Menschen ab, das Evangelium anzunehmen. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Doch das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Was ist das Problem? Ist Gott das Problem? Oder sind es nicht vielmehr die Hörer, bei denen es nicht mit dem Glauben verbunden war? Die Hörer sind das Problem. Auch uns Christen ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen. Auch sie wurden berufen. Die vielen sind berufen. Aber die Bibel sagt uns gleichzeitig, dass viele verloren gehen. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Aber für wen hat sich Jesus hingegeben? Auch für die vielen. Jesus hat sein Blut vergossen, auch für die vielen, die nicht gerettet werden. Oh, aber das würde dann bedeuten, dass Gottes Blut, oder das Jesu Blut, und ja, es ist Gottes Blut, Amen, das habe ich richtig gesagt, dass Gottes Blut, was Calvinisten natürlich, diese John MacArthur-Calvinisten-Typen natürlich ablehnen würden, ja, dass es Gottes Blut ist und dass es Jesu Blut ist, das uns rettet. Ja, sie leugnen das Blut Jesu. Es ist nichts Besonderes an dem Blut Jesu. Hey, doch, es ist was Besonderes, weil es Gottes Blut ist. Amen. Aber Jesus hat sein Blut auch vergossen für die vielen, die verloren gehen. Oh, das würde dann bedeuten, ja, dass der Tod Jesu keine Wirkung hatte. Aber wie kann das sein? Ich meine, wenn Gott doch seinen Sohn nicht verschont hat, ja, dann müssen diese Menschen doch gerettet werden. Das ist einfach nur Philosophie, das ist einfach nur deine menschliche Logik. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass Jesus sich als Lösegeld für die vielen hingegeben hat, die verloren gehen. Denn es sind nur wenige, die gerettet werden. Jesus hat sein Blut vergossen für alle. Und die Bibel sagt das buchstäblich, dass er nämlich das Sühnopfer ist für unsere Sünden. Achte darauf, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ja, aber das würde dann bedeuten, dass irgendwie Jesu Tod oder dass Gott durch Jesu Tod nicht das erreicht hat, was er wollte. Dann hätte Gott versagt, wenn diese Menschen, für die Jesus gestorben ist, nicht gerettet werden. Das ist einfach nur deine bescheuerte Philosophie. Das ist einfach nur deine dumme Theologie. Halt die Klappe einfach. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt, dass auch uns eine Heilsbotschaft verkündigt worden ist, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. So einfach ist das zu verstehen. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Aber lass uns weitergehen. Vers 29, da heißt es, und als sie von Jericho auszogen, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Als sie von Jericho auszogen, achte auf diese Details, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Jericho ist nicht unbedingt eine Stadt, bei der wir an die Hochburg des Christentums denken würden. Eine Hochburg der wahren Religion des lebendigen Gottes. Sondern es ist natürlich eine Heidenstadt, ja. Aber es folgt ihm eine große Volksmenge nach. Waren es hauptsächlich Juden, die auf Jesus gehört haben? Nein, er kam das sein und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und siehe, zwei Blinde, Vers 30, saßen am Weg, und als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Aber das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen. Sie aber riefen nur noch mehr und sprachen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Das ist eine komische Reaktion, dass das Volk ihnen gebot, zu schweigen. So, schweig still, so, rufe du nicht zu Jesus, so auf diese Art und Weise. Doch, rufe zu Jesus, lass sie rufen. Lass die Kinder mit Schreien und Jauchzen zu Jesus kommen. Lass die Blinden
und die Armen und die Krüppel zu Jesus schreien, dass er ihnen hilft, und Jesus wird ihnen helfen. Erbarme dich über uns. Und Jesus stand still, Vers 32, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm: Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an. Und sogleich wurden ihre Augen wieder sehend und sie folgten ihm nach. Ich meine, was ist die Reaktion von Jesus? Oder was ist die Reaktion von den Blinden vielmehr? Wenn Jesus hier sagt: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Ist ihre Reaktion so, wir sagen jetzt einfach nichts? Jesus weiß doch, was wir wollen. Jesus ist doch Gott. Er kann auch unsere Gedanken lesen. Wir sagen einfach nichts. Ja, wie diese Idioten, die irgendwie sagen: Ich habe nie Jesus darum gebeten, mich zu erretten. Ich habe nie Jesus darum gebeten, mich zu erretten. Okay, vielleicht willst du es jetzt tun? Schau, das ist eine super Geschichte, aus der wir eindeutig etwas darüber lernen, den Namen des Herrn anzurufen zur Errettung. Nicht wahr? Ich meine, natürlich kann man sagen irgendwie: Gott weiß doch alles, Gott kann doch deine Gedanken lesen. Aber schau, das ist nicht biblische Errettung irgendwie so, irgendwie: Gott weiß, derjenige, der hat irgendwie Glaube in seinem Herzen und zack. Schau, der Glaube ist, was dich rettet, aber lass mich dir sagen, was biblischer Glaube ist: den Namen des Herrn anzurufen. Anders ausgedrückt, wenn jemand nicht den Namen des Herrn anruft, aber angeblich glaubt, dann glaubt er nicht. Ich meine, wie bizarr ist das? Das ist völlig unvorstellbar und einfach nur dumm, womit manche Leute dir herkommen, irgendwie so: Du musst einfach nur, du hast einfach diesen Glauben in deinem Herzen, aber ich habe nie Jesus gebeten, mich zu erretten. Okay, vielleicht willst du es jetzt tun? Warum nenne ich das bizarr? Weil sogar Atheisten sagen, wenn sie in einer schwierigen Situation sind: Oh Gott, sie beten Gott an. Okay, vielleicht tust du das als Christ? Ist es nicht irgendwie normal, mit Gott zu reden? Außer du bist in irgendeinem komischen Esoterik-Quatsch, wo du denkst, dass Gott irgendwie diese unpersönliche Kraft im Universum sei. Aber schau, Gott ist eine Person, der Herr Jesus Christus. Mit Gott redet man. Und weißt du, was biblische Errettung ist? Vertrauen auf den Herrn, dem Herrn das sagen. Das ist biblische Errettung. Hier ist das Ding, die Blinden, die rufen zweimal: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Aber was ist Jesu Reaktion darauf? Vers 32, Jesus stand still, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Kommt erstmal her, redet mit mir. Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm: Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an, und sogleich wurden ihre Augen wieder sehen und sie folgten ihm nach. Schon, das ist nicht schwer zu verstehen. Ich meine, ein Beispiel, das ich immer beim Seelengewinn nutze, ist: Ich sage einfach, genauso wie ich, wenn ich etwas von dir wollte, wenn ich irgendwie deine Hilfe bräuchte, genauso wie ich zu dir kommen würde und dich bitten würde: Hey, so und so, kannst du mir bitte dabei helfen? Genauso gehst du zu Jesus im Gebet und sagst ihm: Hey Jesus, ich glaube an dich, bitte schenk mir ewiges Leben. Und jeder versteht das. Aber dann gibt es angebliche Christen, komplette Vollidioten, die das ablehnen. Oh, das ist dann Werksgerechtigkeit. Pfeife. Nein, das ist biblischer Glaube. Schau, ist es jetzt irgendwie nur Glaube, oder ist es Glaube plus Anrufen des Herrn, oder ist es nur Anrufen des Herrn? Schau, es ist ein und dasselbe letzten Endes. Biblischer Glaube ist: Herr Jesus, ich glaube an dich, ich vertraue auf dich, bitte schenk mir ewiges Leben. Das ist biblischer Glaube. Der Glaube, der aus deinem Mund rauskommt. Der Glaube, den du Jesus bekennst. Und wer würde das nicht machen? Wer würde sogar sagen: Ich habe Jesus niemals gebeten, mich zu retten? Nur ein kompletter Vollidiot, der nicht gerettet ist. Warum ist es so, dass wir den Namen des Herrn anrufen, gerettet zu werden? Weil Gott eine Person ist, weil Gott tatsächlich real ist. Okay. Ja, Gott sieht doch meine Gedanken. Ja, wow. Okay, tolles Argument. Tolles Argument. Die Bibel lehrt, dass wir den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und damit kommt es nicht auf die genauen Worte darauf an oder irgendwas. Schau, der Dieb am Kreuz,
der hat komische Worte verwendet. Herr, gedenke meiner, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Okay, aber das hat offensichtlich gereicht. Menschen wollen Kommunikation. Ja. Gott will Kommunikation. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Wie glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Wie wirst du gerettet? Rufe den Namen des Herrn an. Da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an, und sogleich wurden ihre Augen wieder sehend und sie folgten ihm nach. Ihre Augen wurden wieder sehend. Natürlich ist es buchstäblich passiert, dass sie buchstäblich körperlich, physisch geheilt wurden, aber es geht hier auch um den geistlichen Aspekt. Heilung und Errettung sind Synonyme tatsächlich. Ja, deswegen wird auch Jesus als der Heiland bezeichnet, sprich Heiler. Ja, wir lesen an manchen Stellen, dass die Person glaubte und Jesus hat sie geheilt. An anderer Stelle heißt es, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, manchmal ist es, dein Glaube hat dich gesund gemacht oder geheilt. Dein Glaube hat dich gerettet. Es ist aber letztendlich ein und dasselbe. Ja. Heilung, Rettung sind Synonyme. Und was es hier symbolisiert, die körperliche Heilung, ist spirituelle Errettung. Ja, und wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, unsere Augen werden geöffnet. Wir sind auf einmal fähig, das Wort Gottes zu verstehen. Und wozu wir vorher nicht fähig waren. Ich meine, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist meine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt werden muss. Matthäus Kapitel 20, wunderbares Kapitel. Und ich hoffe, dass dir das geholfen hat, besonders die Erklärung von dem Gleichnis. Und letzten Endes möchte ich einfach nur sagen, hey, die Chancen, die du bekommst, entweder natürlich vor allem Leute, die noch nicht gerettet sind, sie sollten ihre Chancen nutzen, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Aber die Chancen, die du als Christ bekommst, dem Herrn zu dienen, lass sie nicht verstreichen. Lass sie nicht verstreichen. Auch wenn du erst spät dazu kommst, spät in deinem Leben anfängst, dem Herrn zu dienen, du bekommst Lohn. Lass uns beten. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, für dieses wunderbare Kapitel. Danke, Herr, dafür, dass du gnädig bist, dass du gütig bist, dass du uns mehr gibst, als wir es jemals verdient hätten, Herr. Ewiges Leben vor allem, das haben wir nicht verdient, Herr, das ist dein Geschenk. Wir danken dir, Herr, dafür. Und danke, Herr, dafür, dass wir als die Letzten die Ersten sind, Herr. Dass wir gleichgestellt sind, vollwertige Bürger sind deines Reiches, Herr. Und Herr, ich danke dir dafür, dass Errettung einfach ist, dass wir einfach auf dich vertrauen, einfach sagen, Herr Jesus, ich glaube an dich, bitte schenk mir ewiges Leben. Und die gibst du uns gerne, Herr. Danke, Herr, dafür, dass es nicht so schwierig ist für niemanden. Und Herr, bitte hilf, dass wir bei der richtigen Lehre bleiben, Herr. Und segne diese Predigt und lass das Menschen helfen, dein Wort besser zu verstehen, Herr. Bitte hilf uns, gute Seelengewinner zu sein, Menschen zu berufen und so Menschen zu finden, die nicht auf der Suche nach der Wahrheit sind, die unter dich dastehen, aber die noch die Chance haben, gerettet zu werden, Herr. Und wir danken dir, Herr, dafür, dass du wahrhaftig bist. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dafür, dass du tatsächlich eine Person bist und dass du unser Gebet erhörst, dass du das Gebet eines jeden Sünders erhörst. Herr, errette mich oder Herr, gedenke meiner, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Herr, du rettest gerne. Und wir danken dir für deine Gnade, Herr. Wir danken dir, Herr, dafür, dass wir dein Wort haben, Herr. Und in Jesu Namen beten wir. Amen.